Ich habe viele Brüder gesehen, die mit ihren Handys spielen während eines Vortrags. Es gehört sich nicht. Wenn du dich schaffst, nicht von deinem Handy zu lösen, während wir über Allah und seinen Propheten reden, ist keine gute Eigenschaft. Ja? Stell dir mal vor, du kommst zu mir mit einem Problem und ich sag zu dir, ja, was ist dein Problem, Achri? Und du sagst zu mir, ja, Bruder, ich sag dir, ja, sag mir dein Problem, ich mach so. Ist nicht gut. Jeder würde sagen, was hat der Boalier für ein Benehmen? Aber wenn ich hier sitze und rede und du dann so machst, das ist auch kein gutes Benehmen. Das gehört sich nicht. Deswegen habe ich ihm gesagt, du musst nicht sitzen bleiben. Du kannst nach Hause gehen. Keiner ist gezwungen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir müssen die Sachen ernst nehmen. Wisst ihr warum? Weil das kann ein Beweis werden am Yom Kiyama gegen uns. Am Jüngstag Allah wird das zeigen. Du warst da. Es wurde gesagt, aber du hast leider nicht zugehört. Warum? Weil das Handy wichtiger war. Ich sage euch, unser Untergang sind unsere Handys. Das ist unser Untergang, glaub mir. Möge Allah uns davon befreien eines Tages. Ich weiß, ob wir es schaffen, aber ich glaube, das ist der Untergang von uns allen. Wie ein Sheikh gesagt hat, es ist wirklich Untergang. Deswegen, ich bitte euch, nächstes Mal, sonst muss ich andere Wege suchen. Dann stelle ich bloß. Und das will doch keiner. Oder ich muss mir eine Wasserpistole besorgen, dann schieße ich auf die Person. Ich glaube wirklich, es ist nicht verkehrt, Störsende zu machen. Ich mache immer so Seminare mit Leuten, so ausgewählte Leuten, immer so 20 Leute machen wir immer Seminare. Und dann nehmen wir bei Vorträgen die Handys weg. Also die werden alle gesammelt, da hast du so einen Stapel, der ist dann 7.000, 8.000 Euro wert oder so. Ne? Sehr, sehr verlockend, aber so, dann nehmen wir die Handys weg und dann hören auch wirklich alle zu. Ne? Deswegen vielleicht nächstes Mal machen wir eine Kiste. Dann tun wir die hier vorne, jeder tut sein Handy reinlegen und wenn ich will, kann gehen. Ja, und bei der Arbeit, ich habe mal in einer Firma gearbeitet, die haben unsere Handys eingesammelt. Und keiner sagt nein, ne? Jeder gibt ab. Normalerweise Handy gibt es nicht, aber das ist wie Hand abgeben, das geht nicht. Aber jeder gibt ab, ich glaube, wir müssen das auch machen. Es ist traurig, Bruder, es ist traurig, also es gehört sich nicht. Wir haben doch Zeit satt, Jani, mit diesen Handys. Wie oft, wie lange wir mit diesen Dingern verbringen, das ist absurd. Das ist so eine Katastrophe. Wir müssen es schaffen, die im Gebet lautlos zu haben und vor allem in einem Vortrag, dass die uns nicht beschäftigen. Ich meine, wenn jemand eine schwangere Frau zu Hause hat, Tayyib, ich verstehe das. Ja? Aber ihr seid alle so jung, mashallah. Ich glaube nicht, dass die alle schwangere Frauen zu Hause haben. Wenn ich jemand Unrecht gemacht habe, verzeiht mir. Ich meine das nicht böse. Wallah, ich will nur Gute für uns. Ich will nur das Beste für uns. Ich hoffe, so wie wir uns hier in Braunschweig immer versammeln, dass wir uns eines Tages, beziehungsweise an den Tag, uns alle vor dem Tor des Paradieses treffen. Dass wir uns ins Gesicht schauen und sagen, wir haben es geschafft. Gleich geht das Tor auf. Ja, das wär der Moment. Egal, uns so versammeln auch an dem Tag. Das ist mein Ziel. Ich möchte, dass wir alle gemeinsam ins Paradies finden und Allah ist Zeuge darüber. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً